Hallo und herzlich willkommen zum letzten und sechsten Teil der Serie Omsibus komplett selber bauen. Und wir starten hier mal direkt in Omsi. Ja, dann können wir hier unseren Bus in der Omsi-Auswahl sehen. Und Testbus, Repaint und die HUF-Datei. Jetzt fragt er uns gleich noch nach dem Kennzeichen. Also den Text, den wir hier oben eingegeben haben, der steht übrigens auch schon da. Kennzeichen wird natürlich nicht angezeigt. 1, 2, 3, 4. Und wir setzen ihn hier mal an den Bauernhof. Ja, wir sehen, unser Bus ist in Omsi. Er ist zwar ein bisschen tiefer gelegt, aber das war vorhersehbar. Und die Texturen werden richtig angezeigt. Rechts, Heck, links. Links ist gespiegelt, sehe ich gerade. Das ist ja witzig. Ja, und das Dach. Das Dach wollte ich auch so rum haben. Also alles da. Wir können jetzt damit losfahren. Wir haben ja die Skripts und ja, wir haben auch den Fahrer vom MAN-SD. Wir können hier in die Innenperspektive. Hier gibt es natürlich noch nicht viel zu sehen. Achso, übrigens, woher wissen wir jetzt eigentlich, dass die Fenster funktionieren? Na, wenn wir jetzt hier mal reinzoomen, achten wir hier auf das Rad, was nicht da ist. Das taucht jetzt gleich auf. Und hier dieser Strich, der hier quer durch das Bild geht, daran erkennen wir eigentlich, dass das Fenster jetzt drin ist. Warum das Rad nicht zu sehen ist, das wird sich später im Laufe der Videoserie auch noch klären. Ja, jetzt können wir den Motor anmachen. Und einen Gang reinmachen. Und die Handbremse lösen. Und jetzt sehen wir schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieiei. Was haben wir jetzt gemacht? Das sieht natürlich jetzt mit dem. Aber. Schön ist es nicht, ne? Und jetzt dreht das Rad auch noch ganz komisch. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Das ist einfach. Das liegt daran, dass in Blender, der Zylinder senkrecht gespawnt wird und wir den gedreht haben. Aber auch das kriegen wir gefixt. Wer ein bisschen zurückgespult hat, dem wird aufgefallen sein, wenn wir jetzt hier ein Rad auswählen, dann ist ja klar, dass es nicht funktioniert, wenn hier eine 90 drin steht, ne? Also machen wir einmal 0. Hier im Edit Mode, im Object Mode. Dann wählen wir hier im Edit Mode alles aus. Wählen hier als Center unseren Individual Origin, damit wir hier um den Punkt drehen und sagen R, Y, 90. Zack, mit Enter bestätigen, gucken wir nochmal, haben wir es jetzt richtig gedreht? Jawohl. Dann gehen wir hier rein und haben hier wieder unsere 90, die nehmen wir raus auf 0. Gehen hier wieder rein, R, Y, 90. Zack, haben wir es in die richtige Richtung. Gegebenenfalls müssen wir hier minus 90 drehen. Und auch die Räder hinten. Die haben dasselbe Problem ja gehabt eben. Also hier wieder auf 0. Huch, jetzt ist es weg. Ach, da drin ist es. Alles klar, R. Jetzt dürfen wir natürlich nicht um den einzelnen Punkt, sondern hier wieder um Meridian. Nein. Na, Individual Origin. Der ist eigentlich nicht da oben, sondern da unten. Hallo? Active Element. Meridian Point. Individual Origin. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Dann machen wir es einfach so. Wir nehmen jetzt einfach den Z-Wert. 0,45 kann man sich, glaube ich, sogar merken. Und fügen den hier da 0,45 bei Z. Und hier X ist noch 0, ja genau. Dann gehen wir hier wieder rein und sagen einfach, wir wollen drehen um den 3D-Cursor. Und dann R, X, Y, 90. Dann haben wir hier wieder unser Rad richtig hingedreht und hier ist alles 0, 0.
Hier steht jetzt minus 0. Können wir auch einfach 0 reinschreiben, stimmt es hier auch? Ja, machen wir mal. Machen wir es mal richtig. Warum auch immer da minus 0 steht. Das wollen wir natürlich nicht. Hier machen wir auch gleich 0, 0, 0. Gehen hier wieder rein. Alles markieren. R90Y. Zack, haben wir es richtig hingedreht. Und jetzt müssen wir natürlich alles wieder exportieren. Und was es dabei zu beachten gibt, das seht ihr, glaube ich, im zweiten oder dritten Teil dieser Videoserie. Also da einfach mal gucken, dann findet ihr das schon. So, und damit wir jetzt auch die richtigen Räder in OMSI angezeigt bekommen, mache ich jetzt hier einfach mal über meine Technik. Natürlich könnt ihr dann oder müsst ihr dann wieder über das Convert-Tool alle einmal öffnen, und ich kann hier, wenn ihr das so eingestellt habt, wie ich das in dem Tutorial gezeigt habe, einfach mit Enter oder Doppelklick die Dateien einmal alle ausführen, und dann gibt es hier neue U3D-Dateien. Damit jetzt die Lenkanimation auch direkt richtig angezeigt wird, gehen wir hier in die Modelldatei und gehen hier unter Räder VR, haben wir hier unsere Lenkung. Und dann machen wir aus 90, aus minus 90 eine 90, und auch bei VL machen wir aus minus 90 einmal 90. Und dann sollte auch gleich die Lenkung mit gefixt sein. So, und ich habe den Bus hier einfach nochmal gesetzt. Machen wir die Zündung an und den Motor und die Bremse raus. Achso, im Gang müssen wir auch noch einlegen. So, und jetzt hoffen wir einfach mal. Ah, die Lenkung sieht schon mal gut aus. Geht in die richtige Richtung. Und auch die Räder drehen in die richtige Richtung. Yes! Jetzt kommen wir voran. Und wir sehen, wir haben unseren ersten, wenn auch nicht ganz so komplexen, Bus in OMSI. Die Räder drehen in die richtige Richtung. Und auch das Fahrverhalten. Das sieht schon echt gut aus. Ich würde sagen, guck, er federt sogar ein bisschen nach. Und das soll es für diesen Teil auch schon gewesen sein. Bis zum nächsten Teil. Tschüss.